Liebe Genossinnen und Genossen, als Mitglied des Forums Demokratischer Sozialismus bin ich euch sehr dankbar, dass ihr uns diese Auszeit gegeben habt. Die Wahl der stellvertretenden Parteivorsitzenden war auch für mich eine wichtige Frage bei dem Punkt, wie und ob ich weitermachen kann als Bundesgeschäftsführer. Ich stehe hier, weil ich weitermachen will als Bundesgeschäftsführer. Aber liebe Genossinnen und Genossen, als ich vor 2 Jahren das erste Mal für dieses Amt kandidiert habe, bin ich natürlich auch als reformpolitischer Ausgleich in die neue Spitze gewählt worden. Als Bundesgeschäftsführer ist es aber nicht die erste Aufgabe, der eigenen strömungspolitischen Arbeit nachzukommen, sondern Bundesgeschäftsführer für die gesamte Partei zu sein. Umso wichtiger war und ist mir gewesen, dass wir einen weiteren profilierten Reformer in die Parteispitze aufnehmen. Liebe Genossinnen und Genossen, das hat die Mehrheit dieses Parteitages nicht gewollt. Ich sage euch als Mitglied des FDS und gleichzeitig als derjenige, der in den letzten 2 Jahren vom Plakatmotiv bis zum Wahlprogramm, vom Ablauf des Parteitages bis zu sonst was, immer darauf bemüht war, darauf orientiert war, den Ausgleich in der Partei herzustellen und die Arbeitsfähigkeit herzustellen und beizubehalten, dass ich gleichzeitig immer wieder hören muss, dass das FDS in ein Licht gestellt wird, wo es nicht hingehört, liebe Genossinnen und Genossen. Ich möchte, dass damit Schluss ist. Und ich will euch sehr deutlich sagen, falls ich diese Frage ja jetzt auch bekomme, wie alle Kandidatinnen und Kandidaten, ich möchte, dass wir uns wechselseitig in der Partei vertrauen. Und ich vertraue darauf, dass keiner der 70 Kandidatinnen und Kandidaten, die heute hier ins Rennen gehen, das friedenspolitische Profil dieser Partei aufgeben möchte. Und deswegen lasst uns nicht wechselseitig abfragen und Glaubensbekenntnisse abrufen. Ich möchte, dass wir uns vertrauen und über Politik reden und Politik gestalten. Der Parteivorstand hat mich in den letzten 2 Jahren nicht in jeder Frage unterstützt. Und meine Hoffnung ist, dass der neu gewählte Parteivorstand dies häufiger tut als der alte. Herzlichen Dank, ich werbe für euer Vertrauen. Dankeschön.